In den letzten Tagen wurde auf Sylt und auf Amrum für die Doku-Soap von Kabel 1 Mein Lokal, Dein Lokal gedreht. 5 Restaurants treten dabei gegeneinander an und bewerten sich gegenseitig. Vogts alte Backstube in List ist diesmal mit dabei und präsentiert sich demnächst einem breiten Fernsehpublikum. Es ist einfach interessant, von Mitbewerbern zu erfahren, wie sehen die dein Haus, was können sie dir an Verbesserungsvorschlägen mitgeben. Ist natürlich Kritik, sind Kritikpunkte wären das, aber ich sehe das einfach auch als Möglichkeit, was zu verbessern und einfach auch eine Woche Spaß zu haben. Außerdem hat man natürlich auch die Möglichkeit, in die anderen Betriebe reinzugucken und das ist auch ganz spannend. Die 5 Gastronomiefachleute bewerten den Konkurrenten, das Essen, das Ambiente, die Sauberkeit und den Service in den jeweiligen Restaurants. Nein, ich kannte die anderen Mitbewerber nicht. Das ist ja auch Sinn dieser Sendung. Diesmal haben wir eine kleine Ausnahme. Also es sind nicht nur Mitbestreiter von Sylt, eine Mitbestreiterin von Amrum ist dabei. Und die werden wir am Freitag besuchen fahren. Das entscheidende Probeessen findet unter dem laufenden Betrieb statt. Die Konkurrenten bestellen à la carte. 10 Punkte können pro Tester vergeben werden. Also die Mitbestreiter haben noch gar nicht gewählt heute das Essen für heute Abend, aber wir sind schon was am Vorbereiten, ein bisschen, um auch den Vorschlag zu geben, dass das vielleicht eines der Speisen sein wird, die sie wählen können heute Abend. Es wurde heute schon der Schokoladenpudding nach Großmutters Rezept in der Küche gekocht. Wer mit dem goldenen Teller und 3.000 Euro Preisgeld ausgezeichnet wird, entscheidet sich am Ende der Woche. Den genauen Sendetermin für Mein Lokal, Dein Lokal mit der alten Backstube in List, dem Restaurant Reblaus in Keitum, der Vogelkoje in Kampen, dem Hotel Seeblick auf Amrum und Don Camillo e Pepone in Hörnum gesendet wird, erfahren Sie zeitnah bei uns.